Schatten in Zamboula von Robert E. Howard. Erstes Kapitel: Trommeln schlagen. Die Gefahr lauert im Haus von Aram Bakisch. Die Stimme des Sprechers zitterte mit Ernsthaftigkeit und seine dünnen Finger mit schwarzen Fingernägeln krallten sich an Konans mächtigen, mit Muskeln bepackten Arm, während er seine Warnung krächzte. Er war ein drahtiger, sonnengebräunter Mann mit einem schwarzen Vollbart und seine verlumpten Kleidungsstücke gaben bekannt, dass er zu den Nomaden gehörte. Er sah schmal und klein aus im Vergleich zu den riesigen Cimmerier mit seinen schwarzen Augenbrauen, seiner breiten Brust und den kräftigen Gliedmaßen. Sie standen in einer Ecke des Schwertmacherbasars und zu beiden Seiten floss ein Strom der verschiedensten Sprachen, der unterschiedlichsten Menschen auf den Straßen von Zamboula. Dieser Strom war exotisch, extravagant, hybrid und auffallend lärmend. Conan wandte sich von der kühnaugigen, rotlippigen Ganara ab, deren kurzer Schlitzrock ihre braunen Oberschenkel bei jedem Schritt anmaßend entblößten und die mit einem missbilligenden Blick seine aufdringliche Gesellschaft erwiderte. »Was meinst du mit Peril?« fragte er nach. Der Mann aus der Wüste blickte verstohlen über seine Schultern, bevor er mit leiser Stimme antwortete. »Wer kann das schon sagen? Aber Wüstenmenschen und Reisende haben im Haus vom Aram Bakisch geschlafen und niemals wurden sie wiedergesehen oder gehört. Was ist aus ihnen geworden?« Er schwor, sie seien aufgestanden und gingen ihrer Wege, und es ist wahr, dass kein Bürger der Stadt je aus seinem Haus verschwunden ist, aber niemand sah die Reisenden jemals wieder, und die Menschen sagen, dass ihr Hab und Gut sowie ihre Ausrüstung, die als ihrige auf dem Basar wiedererkannt wurde. Wenn Aram die Gegenstände nicht verkauft hat, nachdem die Eigentümer verschwanden, wie sind sie denn zum Markt gekommen? »Ich habe kein Hab und Gut«, knurrte der Cimmerier, während er seinen mit Narbenleder gebundenen Schwertgriff seines Breitschwertes berührte, das an seiner Hüfte hing. »Ich habe sogar mein Pferd verkauft.« »Aber es sind nicht immer reiche Außenstehende, welche in der Nacht in dem Haus von Aram Bakisch verschwinden«, plapperte Zuagir. »Nein, auch arme Menschen aus der Wüste haben dort geschlafen, weil der Preis niedriger ist als in anderen Tavernen und ich auch keine anderen Tavernen gesehen habe. Einmal beschwerte sich der Anführer der Zuagirs, dessen Sohn ebenfalls auf diese Weise komplett verschwunden war, bei dem Satrap, Jungir Khan. Der ordnete eine Hausdurchsuchung mit Soldaten an.« »Und haben sie einen Keller voller Leichen gefunden?« fragte Conan in gut gelaunter und spöttischer Art. »Nein, sie fanden nichts und trieben den Anführer mit Drohungen und Flüchen aus der Stadt, aber...« Er rückte näher an Conan und schauderte. »Irgendetwas wurde gefunden. Am Rand der Wüste, hinter den Häusern, war eine Gruppe von Palmen und zwischen diesen Palmen war eine Grube. Im Inneren der Grube wurden verkohlte, schwarze, menschliche Knochen gefunden. Nicht nur einmal, sondern viele Male.« »Und dies beweist was?« grunzte der Cimmerier. »Aram Bakisch ist ein Teufel.« »Nein. In dieser von Stygien gebauten, verfluchten Stadt, welche von den Hykaniern beherrscht wurde, waren viele Völker ansässig. Wer kann schon sagen, wer Mensch ist und wer Teufel in einer Verkleidung? Aram Bakisch ist ein Teufel in Menschengestalt, und in der Nacht nimmt er seine wahre Gestalt an, schleppt seine Gäste raus in die Wüste, wo seine teuflischen Gefährten aus dem Dreck sich in der Konklave treffen.« »Warum entführte er immer nur Fremde?« »Die Menschen aus der Stadt würden nicht zulassen, dass er ihre Leute tötet. Aber sie kümmern sich nicht um die Fremden, die in seine Hände fallen. Conan, du bist aus dem Westen und weißt nicht um die Geheimnisse dieses alten Landes. Aber seit Beginn des Geschehens haben die Dämonen der Wüste den Jog, den Herrscher der leeren Hütten, mit Feuer verehrt. Feuer, das menschliche Opfer verschlingt. Sei gewarnt! Du hast seit vielen Monaten in den Zelten der Zuagirs verweilt und du bist unser Bruder. Geh nicht zu dem Haus von Aram Bakisch.« »Geh in Deckung«, sagte Conan plötzlich. »Da drüben kommen Einheiten der Stadtwache. Wenn sie dich sehen, erinnern sie sich vielleicht an das gestohlene Pferd vom Satrap.« Der Zuagir keuchte und bewegte sich krampfhaft. Er duckte sich zwischen einem Verkaufsstand und einem steinernen dastehenden Pferd hindurch, machte Pausen, lang genug, um Geschwätz zu halten. »Sei gewarnt, mein Bruder. Es gibt Dämonen im Haus von Aram Bakisch.« Dann flüchtete er in eine enge Gasse und weg war er. Conan verrückte seinen Breitschwertgürtel zu seiner Zufriedenheit und drehte sich ruhig den ihm zugewandten, suchenden Blicken der vorbeireitenden Wachleute zu. Sie entdeckten Conan und beäugten ihn, neugierig und verdächtig. Denn er war ein Mann, der selbst in einen so bunten Gedränge und verwinkelten Gassen wie die von Zamboula auffiel. Seine blauen Augen und seine ungewöhnlichen Körpermerkmale unterschieden ihn von den Menschen Schwärmen aus den Osten, und sein gerades Schwert um seine Hüfte fügte einen weiteren Punkt für den Unterschied hinzu. Die Wachleute sprachen Conan nicht an und pendelten weiter die Straße runter, während die Menge ihnen eine Gasse öffnete. Sie waren gedrungen, hatten Hakennasen und blauschwarze Bärte und schoben ihre gepanzerten Oberkörper schwungvoll umher. Söldner, angeheuert von den herrschenden Turaniern. Die Söldner standen unter den Turaniern, weshalb sie von der Bevölkerung nicht weniger gehasst wurden. Conan blickte zur Sonne und verschwand hinter den flachen Häusern auf der Westseite des Bazars. Er zog erneut seinen Gürtel hoch und verschwand in Richtung Aram Bakischs Taverne. Mit Hillmanns Schritt ging er die ständig farbenwechselnde Straße entlang, wo die zerlumpten Waffenröcke der winselnden Bettler sich mit den Hermelin besetzten Kalatz herrschaftlicher Kaufleute und mit den perlenbesetzten Seidekleidungsstücken der reichen Kurtisanen streiften. Riesig gewachsene Sklaven schlängelten sich durch die Straßen, ebenso wie drängelnde Wanderer oder Blaubärte von den chemitischen Städten und zerlumpte Nomaden von den umliegenden Wüsten, sowie Händler und Abenteurer von allen Landen aus den Osten. Die einheimische Bevölkerung war nicht weniger heterogen. Vor Jahrhunderten kamen die stygischen Armeen und formten ein Imperium aus der östlichen Wüste. Zamboula war nur eine kleine Handelsstadt inmitten eines Ringes von Oasen, die von den Abkömmlingen der Nomaden bewohnt wurden. Die Stygier bauten es zu einer Stadt aus und besiedelten diese mit ihren eigenen Leuten und chemitischen und koschitischen Sklaven. Die unaufhörlichen Karawanen schlängelten sich von Osten nach Westen durch die Wüste und brachten Reichtum und eine weitere Vermischung der einzelnen Völker mit sich. Dann kamen die erobernden Turanier reitend aus dem Osten und drängten die stygischen Grenzen zurück. Von dieser Zeit an war Zamboula für eine Generation der westlichste Außenposten der Turanier, befehligt von den turanischen Statthaltern oder auch Satraps genannt. Das Stimmgewirr von unzähligen Sprachen quälten des Zemerias Ohren, als ein unruhiges Muster von den zambulischen Straßen um ihn waberte. Die Straßen hier und da gespalten von den Trupps rasselnder Reiter. Es waren die großen, geschmeidigen Krieger der Turan mit dunklen Adlergesichtern, klirrenden Metall und gebogenen Schwertern. Die Menschenmenge hetzte hin und her, um nicht unter ihre Pferdehufen zu geraten, denn sie waren die Herren von Zamboula. Aber großgewachsene Stygier mit ihren finsteren Blicken standen im Schatten und erinnerten an ihren altertümlichen Ruhm. Die hybride Bevölkerung kümmerte sich wenig darum, ob der König, der ihr Schicksal kontrollierte, in einem dunklen Loch wohnte oder in einem glänzenden Agapur. Jungir Khan beherrschte Zamboula, aber die Menschen flüsterten, dass die Nafertari, des Statthalters Mistresse, Jungir Khan beherrscht. Aber die Leute gingen ihrer Wege, stolz auf die Vielzahl an Farben in ihren Straßen, handelten und stritten sie, betrieben Glücksspiel, entsorgten hier ihren Abfall und liebten sich. So wie es die Leute von Zamboula seit Jahrhunderten taten, seitdem die Türme und Minarette sich aus dem Sand von Karamun erhoben. Bronzene Laternen mit eingeritzten grinsenden Drachen waren auf den Straßen angezündet worden, bevor Conan das Haus von Aram Bakisch erreichte. Die Taverne war das letzte bewohnte Haus in der westlichsten Straße. Ein großer Garten mit dicken Dattelpalmen, eingeschlossen von Mauern, trennte das Haus von den anderen weiter östlich liegenden Häusern. Im Westen des Gästehauses standen weitere Gruppen von Palmen. Die Straße wurde ab hier zum Weg, der sich in Richtung Wüste wund. Auf der anderen Straßenseite der Taverne stand eine Reihe von verlassenen Hütten im Schatten vereinzelter Palmen, die nur von Fledermäusen oder Schakalen bewohnt waren. Als Conan den Weg entlang kam, wunderte er sich, warum die Bettler, die so massenhaft in Zamboula vorhanden waren, nicht die leeren Hütten als Schlafquartier nutzten. Die Lichter endeten hinter ihm. Hier waren keine Laternen mehr, mit Ausnahme von einer, die vor dem Tor der Taverne hing. Es gab nur die Sterne, der weiche Staub vom Weg unter seinen Füßen und das Rascheln der Palmblätter im sanften Wind der Wüste. Arams Tür öffnete sich nicht zur Straße, aber zur Gasse hin, die zwischen der Taverne und dem Garten mit den Dattelpalmen lag. Conan zog kräftig an dem Seil, das neben der Laterne an der Glocke hing. Verstärkte seinen Lärm, indem er an das eisenbeschlagene Teakholztor mit dem Griff seines Schwertes hämmerte. Ein Durchguck im Tor öffnete sich und ein Gesicht blickte prüfend hindurch. »Aufmachen, oder ich vernichte dich«, erwiderte Conan. »Ich bin ein Gast. Ich habe bei Aram für einen Raum bezahlt und bei Krom einen Raum will ich haben.« Der Mann streckte seinen Hals und starrte auf den sternklaren Weg hinter Conan. Aber er öffnete das Tor ohne eine Bemerkung und verschloss und verriegelte es wieder hinter dem Cimmerier. Die Mauer war ungewöhnlich hoch, aber es gab viele Diebe in Zamboula und ein Haus am Rande der Wüste hatte sich vielleicht gegen die nachtaktiven Nomaden zu verteidigen. Conan schritt durch den Garten mit riesigen weißen Blüten, die im Licht der Sterne schliefen, und erreichte die Schankstube, wo ein Stygier mit rasiertem Kopf eines Studenten am Tisch saß und über namenlose Geheimnisse brütete. In der Ecke stritten ein paar Unscheinbare über ein Würfelspiel. Aram Bakisch kam hervor. Er ging sanft. Er war ein beleibter Mann mit einem schwarzen Bart, der seine Brust streifte. Er hatte eine vorstehende große Nase und kleine schwarze Augen, die niemals stillstanden. »Du wünschst Essen?« fragte er. »Getränke?« »Ich habe einen Rinderbraten und ein Laib Brot auf dem Basar gegessen«, grunzte Conan. »Bring mir einen Humpen vom gasarischen Wein. Ich habe gerade noch genug, um dafür zu bezahlen.« Er schleuderte eine Kupfermünze auf der mit Wein bespritzten Platte. »Du hast nicht an den Spieltischen gewonnen?« »Wie kann ich? Mit nur einer Handvoll Silber zu beginnen. Ich habe dich heute Morgen für diesen Raum bezahlt, weil ich wusste, ich könnte verlieren. Wollte sicher sein, heute Nacht ein Dach über den Kopf zu haben. Ich habe bemerkt, dass keiner in den Straßen von Zamboula schläft. Die vielen Bettler suchen sich eine Nische, wo sie sich verbarrikadieren können, bevor es Nacht wird. Die Stadt muss ja voll sein von einer besonders blutrünstigen Sorte von Dieben.« Er verschlang den billigen Wein mit Vergnügen und folgte Aram anschließend raus aus der Schenke. Hinter ihm unterbrochen die Spieler ihr Spiel und blickten Conan mit rätselhaften, spekulierenden Blicken nach. Sie sagten nichts, aber die Stygier lachten mit einem grässlichen Lachen von unmenschlichem Zynismus und Gespött. Die anderen senkten ängstlich ihre Augen und vermieden einander die Blicke. Die von dem stygischen Gelehrten studierten Künste ließen ihn nicht an den Gefühlen eines normalen Menschen teilhaben. Conan folgte Aram abwärts in einem mit Kupferlampen beleuchteten Flur, und es gefiel ihm nicht, den geräuschlosen Schritt seines Gastgebers zu bemerken. Arams Füße waren eingekleidet in weichen Hausschuhen, und im Gang waren dicke turanische Teppiche und Wolldecken ausgelegt. Er hatte eine unangenehme Eingebung über die Verstohlenheit des Zamboulaniers. Am Ende des gewundenen Ganges hielt Aram an einer Tür mit einer mächtigen Eisenstange und Metallklammern. Aram löste die Eisenstange und wies den Cimmerier den Weg in eine gut ausgestattete Kammer. Die Fenster der Kammer, das bemerkte Conan sofort, waren klein und stark gesichert mit verdrehten Eisenstäben, die geschmackvoll mit Gold überzogen waren. Es waren Teppiche auf dem Boden. Es gab eine Liege nach östlicher Mode und kunstvoll geschnitzte Stühle. Es war eine viel kunstvollere Kammer, als Conan sie hätte für den Preis näher im Zentrum der Stadt hätte bekommen können. Eine Tatsache, die ihm zuerst gut gefiel, als er an diesem Morgen bemerkte, wie dünn sein Geldbeutel durch die Abmachung der letzten Tage geworden war. Er kam vor etwa einer Woche nach Zamboula geritten. Aram entzündete eine bronzene Lampe und richtete Conans Aufmerksamkeit auf zwei Türen. Beide Türen waren mit schweren Türriegeln ausgestattet. »Du solltest heute Nacht sicher schlafen können, Cimmerier«, sagte Aram und blinzelte über seinen buschigen Bart vom inneren Eingang. Conan grunzte und schleuderte sein nacktes Breitschwert auf die Liege. »Deine Türriegel und Schlösser sind stark, aber ich schlafe immer mit Stahl an meiner Seite.« Aram gab kein Wort von sich. Er stand eine Weile da, seinen dicken Bart streichelnd, als er die düstere Waffe anstarrte. Dann zog er sich lautlos zurück und schloss die Tür hinter sich. Conan schloss die Eisenstange sofort, durchquerte den Raum, öffnete die gegenüberliegende Tür und sah nach draußen. Der Raum war auf der Seite des Hauses, der Straße zugewandt war, die von der Stadt nach Westen führte. Durch die Tür gelang man in einen kleinen Hof, der von einer Mauer umschlossen war. Die Stirnwände, die den Rest der Taverne abtrennten, waren hoch und ohne Zugänge. aber die Mauer, an der die Straße angrenzte, war niedrig und das war kein Schloss an dem Tor. Conan stand für einen Moment in der Tür, guckte die Straße entlang, wo der Schein der Bronzelampe hinter ihm in den dichten Palmwedeln verschwand. Palmwedel raschelten in einer schwachen Brise und unter ihm lag der nackte Wüstenboden. Weit die Straße hinauf in der anderen Richtung glommen Lichter auf und die Geräusche der Stadt drangen undeutlich in seine Richtung. Hier gab es nur das Sternlicht, das Flüstern der Palmblätter und hinter der niedrigen Mauer den Staub der Straße und die verlassenen Hütten mit den eingefallenen flachen Dächern vor den niedrigen Sternen. Irgendwo hinter den Palmhainen begann eine Trommel zu erklingen. Die unverständlichen Warnungen von Zuagir kamen in seine Erinnerung zurück. Sie wirkten irgendwie weniger fantastisch, als sie in den überfüllten, sonnendurchfluteten Straßen gewirkt hatten. Er wunderte sich nochmal über diese leeren Hütten. Warum gehen die Bettler ihnen aus dem Weg? Er ging zurück in seine Kammer, schloss die Tür und verriegelte sie. Das Licht begann zu flackern. Er erforschte den Umstand und begann zu fluchen, als er herausfand, dass das Palmöl in der Lampe fast aufgebraucht war. Er fing an, nach Aram zu rufen. Dann zuckte er mit den Schultern und blies das Licht aus. In der sanften Dunkelheit streckte er sich voll bekleidet auf der Couch aus, während seine kraftvolle Hand instinktiv nach dem Heft seines Breitschwertes suchte und dies umschloss. Einen flüchtigen, untätigen Blick zu den Sternen durch die vergitterten Fenster. Mit dem Rauschen der Brise zwischen den Palmen in seinen Ohren versank er im Schlummer mit der unbestimmten Bewusstheit der grollenden Trommeln draußen in der Wüste. Das tiefe Brummen und Grollen der lederbezogenen Trommeln, geschlagen von weichen rhythmischen Schlägen von menschlichen Händen. Zweites Kapitel: Die Nachtschleicher. Das unheimliche Öffnen einer Tür erweckte den Zemerier. Er wachte nicht auf, wie zivilisierte Männer es taten, schläfrig, betäubt und dumm. Er erwachte augenblicklich, mit klarem Verstand, und er erkannte die Geräusche, die ihn aus dem Schlaf gerissen hatten. Gespannt lag er in der Dunkelheit und sah, wie sich die äußere Tür öffnete. In dem größer werdenden Spalt sah er im sternklaren Himmel die Umrisse einer großen schwarzen Masse, breit, mit erniedrigten Schultern und einen missgestalteten Kopf, die seine Sicht zu den Sternen versperrte. Conan fühlte auf der Haut zwischen seinen Schultern ein Kribbeln. Er hatte die Tür sicher verschlossen. Wie kann sie nun offen sein? Sicher durch übernatürliche Kräfte. Und wie kann ein menschliches Wesen so einen Kopf besitzen wie dieser im Sternenlicht? All die Erzählung, die er in Zuagirs Zelt gehört hatte, von den Teufeln und Kobolden, kam zurück in seine Erinnerung und benetzten sein Fleisch mit klammem Schweiß. Jetzt drangen die Ungeheuer lautlos in den Raum, mit einer kauernden Körperhaltung und einer trottenen Gangart. Ein vertrauter Duft überfiel des Zemeriers Nasenlöcher. Aber dies beunruhigte ihn nicht, seit Zuagirs Legenden von Dämonen, die einen solchen Duft verströmten. Geräuschlos wendete Conan seine langen Beine unter ihm. Sein nacktes Schwert war in seiner rechten Hand und als er zuschlug, war er blitzartig und mörderisch wie ein Tiger, der aus der Dunkelheit hervorspringt. Nicht einmal ein Dämon könnte den katapultartigen Angriff vermeiden. Irgendetwas Mächtiges, Gewaltiges, mit markerschütterndem Geschrei kam in den Flur. Sein Schwert traf und schnitt durch Fleisch und Knochen. Conan duckte sich in der Dunkelheit und von seinem Schwert tropfte es in seine Hand. Teufel oder Bestie oder Mensch, das Ding da auf dem Flur war tot. Er spürte den Tod, wie jedes wilde Geschöpf ihn spüren konnte. Er starrte durch die halboffene Tür in den dahinterliegenden sternbeschienenen Hof. Das Tor stand offen, aber der Hof war leer. Conan schloss die Tür, aber verriegelte sie nicht. In der Dunkelheit tastend fand er die Bronzelampe und entzündete sie. Es war genug Öl in ihr, um etwa für 1 oder 2 Minuten zu brennen. Einen Augenblick später beugte er sich über die Gestalt, die ausgestreckt auf dem Boden in einer Lake aus Blut lag. Es war ein riesiger, dafarischer, nackter Mann, nur mit einem Lendenschutz bekleidet. In einer Hand hielt er noch immer einen Knüppel mit knorrigem Kopf. Des Burschen gekräuselten Haare waren zu hornähnlichen Spindeln mit Zweigen und getrockneten Matsch geformt. Diese barbarische Haartracht gab dem Kopf das deformierte Aussehen im Sternlicht. Um des Rätsels auf der Spur zu kommen, drückte Conan die dicken roten Lippen zurück und grunzte, als er die spitz angefeilten Zähne sah. Nun verstand er das mysteriöse Verschwinden der Fremden aus dem Haus von Aram Bakisch. Die rätselhaften schwarzen Trommeln spielten hinter den Palmhainen und der Grube mit den verkohlten Leichen. Diese Art von Grube, wo Fremden unter den Sternen das Fleisch von Knochen abgebrannt wurde, weil dafarische Bestien im Begriff waren, ihren scheußlichen Hunger zu stillen. Der Mann auf dem Flur war ein kannibalischer Sklave von den Dafar. Es gab viele von ihnen in der Stadt. Kannibalismus wurde nicht offen toleriert in Zamboula, aber Conan wusste nun, warum sich die Leute nachts selbst einschlossen und warum sogar die Bettler nachts die offenen Gassen und torlosen Ruinen mieden. Er grunzte vor Abscheu, als er einen bestialischen Schatten auf der Suche nach menschlicher Beute hoch und runter schleichen sah. Und solche Männer wie Aram Bakisch öffneten die Türen für solche Gestalten. Der Gastwirt war kein Dämon, er war schlimmer. Die Sklaven von Dafar waren berüchtigte Diebe. Es gab keinen Zweifel, dass so manche Diebesbeute seinen Weg in die Hände von Aram Bakisch gefunden hatte. Im Gegenzug bezahlte er sie mit menschlichem Fleisch. Conan blies das Licht aus, ging zur Tür und öffnete sie und strich mit seiner Hand über die Ornamente auf der anderen Seite. Eins der Ornamente war beweglich und betrieb den inneren Verschlussmechanismus der Tür. Der Raum war eine Falle, um menschliche Beute wie Hasen einzufangen. Aber diesmal wurde kein Hase, sondern ein Säbelzahntiger gefangen. Conan ging zur anderen Tür, hob den eisernen Riegel und presste ihn wieder gegen die Tür. Der Riegel war beweglich und er erinnerte sich an die Eisenstange auf der anderen Seite. Aram ging also kein Risiko ein bei seinen Opfern oder Menschen, mit denen er es zu tun hatte. Den Schwertgürtel umschnallend schritt der Zemerier in den Hof und schloss die Tür hinter sich. Er hatte nicht die Absicht, den Ausgleich dieser Rechnung mit Aram Bakisch zu verzögern. Er fragte sich wundernd, wie viele arme Teufel nachts im Schlaf wohl mit dem Knüppel bewusstlos geschlagen wurden und raus aus dem Raum, rauf auf die Straße und anschließend hinter den Palmhain in die Verbrennungsgrube geschleppt wurden. Er hielt im Hof an. Die Trommeln schlugen noch und er entdeckte einen grellen Schein zwischen den Palmen. Kannibalismus war mehr als ein pervertierter Genuss der dafarischen Menschen. Es war ein wesentlicher Bestandteil ihrer grauenhaften Kultur. Die dafarischen Aasgeier waren bereits in der Konklave. Gleichgültig, welches Fleisch ihre Bäuche diese Nacht füllt, es wird sicher nicht seins sein. Um Aram Bakisch zu erreichen, muss er eine der Mauern, die die Anlage vom Hauptgebäude trennten, erklettern. Sie waren hoch, beabsichtigt, die Menschenfresser nicht hereinzulassen. Aber Conan war kein sumpfbrütiger Dafarer. In seiner Kindheit wurde er in den steilen Klippen seiner Heimathügel gestählt. Er stand am Fuß der näheren Wand, als ein Schrei unter den Bäumen widerhallte. In einem Augenblick hockte sich Conan an das Tor und blickte stechend die Straße hinunter. Die Geräusche kamen aus den Schatten der Hütten auf der anderen Straßenseite. Er hörte verzweifelte, erstickende und gurgelnde Geräusche, solche, die aus einem verzweifelten Versuch zu kreischen resultieren können, während eine dafarische Hand des Opfers Mund zuhält. Aus den Schatten hinter den Hütten tauchte eine dicht aufgestellte Gruppe von Gestalten auf. Conan ging die Straße hinab. Drei riesige dafarische Männer trugen eine zierliche, sich wehrende Gestalt zwischen ihnen. Conan bemerkte den Schimmer der hinkenden Gestalt im Sternenlicht. Selbst als die Gefangene mit einem heftigen Ruck aus dem Griff der brutalen Finger entglitt, die sie hielten und auf die Straße geflogen kam. Eine geschmeidige junge Frau, nackt wie an dem Tag, als sie geboren wurde. Conan sah sie deutlich, bevor sie auf die Straße rannte und in den Schatten zwischen den Hütten verschwand. Die Dafarer waren ihr dicht auf den Fersen. Das Schwarz in den Schatten verschmolz zu Gestalten und ein unerträglicher Geschrei der Angst und des Entsetzens ertönte. Erregt, mit voller Wut durch die Teufelei des Geschehens, rannte Conan über die Straße. Weder die Opfer noch die Entführer waren sich seiner Nähe bewusst, bis das sanfte Rauschen des Staubs um seine Füße sie überwältigte. Dann war er fast bei ihnen und kam mit der staubigen Wut eines Wüstensturmes. Zwei der Dafarer wandten sich ihm zu und hoben ihre Knüppel und Keulen. Aber sie haben wohl die Geschwindigkeit, mit der er heranrannte, unterschätzt. Einer von ihnen war am Boden mit aufgeschlitztem Bauch, bevor er zum Schlag ausholen konnte, und er drehte sich am Boden wie eine Katze. Conan wich dem Schlag der anderen Keule aus und schlug einen pfeifenden Abwehrschlag. Der Kopf des Dafarers flog in die Luft. Sein kopfloser Körper machte 2, 3 wankende Schritte, während das spritzende Blut aus seinem Hals schoss und seine Hände entsetzlich in der Luft tasteten, bevor er in den Staub stürzte. Die restlichen Kannibalen verzogen sich mit einem luftabschneidenden Geschrei, nachdem sie ihre Gefangene vor ihm warfen. Sie stolperte und rollte in den Staub und die Dafarer flüchteten in blinder Panik Richtung Stadt. Conan war auf seinen Füßen. Angst beflügelte die dafarischen Füße, doch bevor sie die östlichsten Hütten erreichten, fühlte er den Tod und ein Gebrüll wie von einem Ochsen im Schlachthaus hinter ihm. Dafarischer Höllenhund! Conan trieb sein Schwert mit solch rachsüchtiger Wut zwischen die dunklen Schultern, dass die Breitschwertklinge halb durch die Brust des Dafarer guckte. Nur die Brise störte die Blätter. Conan schüttelte seinen Kopf wie ein Löwe, der seine Mähne schüttelte, und er schrie seinen ungestillten Blutdurst heraus. Keine Gestalten schlichen mehr in den Schatten und vor den Hütten erstreckten sich die leeren, sternbeschiedenen Straßen. Er drehte sich um, als er schnelle Schritte hinter sich hörte. Aber es war nur das Mädchen, welches sich sofort verzweifelt um seinen Hals warf, außer sich vor Angst, durch das abscheuliche Schicksal, dem sie gerade entkommen ist. »Beruhige dich, Mädchen«, grunzte er. »Geht es dir gut? Wie haben sie dich gefangen?« Sie schluchzte etwas unverständlich. Er vergaß alles über Aram Bakisch, als er sie im Schein der Sterne genauer betrachtete. Sie war weiß, eindeutig brünett, offenbar eine der zambulanischen Mischrassen. Er war in guter Position, um sie zu beobachten und merkte, dass sie groß, schlank und geschmeidig war. Bewunderung brannte sich in seine grimmigen Augen, als er runter an ihren prächtigen Busen und ihren geschmeidigen Hintern sah, welche ihn erbeben ließen vor Angst und der Aussicht. Er legte einen Arm um ihre fügsame Hüfte und sagte auf beruhigende Weise, »Hör auf zu zittern, Maid, du bist nun sicher genug.« Seine Berührung schien ihre erschütternde geistige Gesundheit wiederherzustellen. Sie warf ihre dicken, glänzenden Locken zurück und guckte ängstlich über die Schultern, während sie sich eine Weile dichter an den Cimmerier presste, als wenn sie Schutz im Körperkontakt suchte. »Sie haben mich in den Straßen gefangen«, murmelte sie schaudernd. »Auf der Lauer liegend und unter einem dunklen Gewölbe, dafarische Menschen, wie große, kolossartige Affen. Sei mir gnädig, ich werde davon träumen.« »Was hast du draußen zu dieser Zeit nachts auf den Straßen gemacht?« fragte er nach, fasziniert von dem Gefühl ihrer glatten Haut unter seinen suchenden Fingern. Sie band ihre Haare hinten zusammen und starrte leer in sein Gesicht. Er liebkoste sie. Sie schien sich dessen nicht bewusst zu sein. »Mein Geliebter«, sagte sie, »mein Geliebter hat mich auf die Straßen getrieben. Er wurde verrückt und hat versucht, mich zu töten, und als ich von ihm floh, wurde ich von diesen Bestien ergriffen.« »Schönheiten wie du können Männer vielleicht manchmal verrückt machen«, sagte Conan, während er mit seinen Fingern experimentierfreudig durch ihre glänzenden Locken fuhr. Sie schüttelte den Kopf wie jemand, der aus seiner Benommenheit erwachte. Sie zitterte nicht länger und ihre Stimme war beständig. »Es war die Boshaftigkeit eines Priesters von Totrasmek, der hohe Priester von Hanuman, welcher mich selbst begehrt, dieser Hund.« »Kein Grund, ihn dafür zu verfluchen«, grinste Conan. »Die alten Hyänen haben einen besseren Geschmack, als ich dachte. Sie ignorierte das vorgetäuschte Kompliment. Sie erlangte ihr sicheres Auftreten schnell wieder. »Mein Geliebter ist ein junger turanischer Soldat. Um voller Boshaftigkeit zu mir zu sein, gab Totrasmek ihm eine Droge, die ihn verrückt machte. Heute Nacht ergriff er sein Schwert, kam zu mir, um mich in seinen Wahnsinn zu erschlagen, aber ich floh vor ihm in die Straßen. Die Dafarer fassten mich und brachten mich zu dem, wo wir nun sind.« Conan ist bereits losgegangen. Lautlos streckte er sich hinter der nächstgelegenen Hütte zwischen den verstreuten Palmen. Sie standen in angespannter Stille, während das leise Murmeln, welches beide gehört hatten, lauter wurden, bis die Stimmen unterscheidbar waren. Eine Gruppe von Dafarer, einige 9 oder 10, kommen die Straße Richtung Stadt entlang. Das Mädchen packte Conans Arm und er fühlte das erschrockene Zittern ihres geschmeidigen Körpers an seinem. Nun können sie das Fauchen der dafarischen Männer verstehen. »Unsere Brüder haben sich bereits in der Grube versammelt«, sagte einer von ihnen. »Wir hatten kein Glück. Ich hoffe, sie haben genug für uns. Aram hat uns einen Mann versprochen«, brummte ein anderer, und Conan versprach Aram geistig was anderes. »Aram hält sein Wort«, grunzte ein anderer. »So manchen Menschen haben wir aus dieser Taverne gegriffen, aber wir bezahlen ihn gut. Ich selbst gab ihm 10 Ballen feinste Seide, die ich von meinem Meister gestohlen habe. Es war gute Seide, bei Set.« Die Dafarer schleppten sich zurück. Barfuß mit gespreizten Füßen wetzten sie sich durch den Staub und ihre Stimme schwanden die Straße runter. »Gut für uns, dass die Kadaver hinter den Hütten liegen«, brummte Conan. »Wenn sie an Arams Todesraum gucken, werden sie einen weiteren finden. Lass uns fort.« »Ja, lass uns beeilen«, flehte das Mädchen nun fast wieder hysterisch. »Mein Geliebter streift irgendwo alleine durch die Straßen. Vielleicht haben ihn die Dafarer gefasst.« »Ein teuflischer Brauch ist das«, knurrte Conan, als er sich von der Straße Richtung Stadt führen ließ. Parallel zur Straße, aber mit Wachsamkeit hinter den Hütten und den verstreuten Palmen. »Warum jagen die Bürger die dafarischen Hunde nicht weg?« »Sie sind wertvolle Sklaven«, raunte das Mädchen. »Es gibt so viele von ihnen, sie würden vielleicht eine Rebellion beginnen, aber nur wenn ihnen das Fleisch verweigert werden würde, nach dem sie verlangen. Die Leute von Zamboula wissen um die schleichenden Gestalten in den Straßen bei Nacht. Alle sind vorsichtig und verharren mit verschlossenen Türen, besonders wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, so wie es mir passiert ist. Die Dafarer nehmen alles als Beute, was sie fangen können. Aber selten fangen sie jemand anderes als Fremde. Die Einwohner sind nicht betroffen von den Fremden, die durch die Stadt ziehen. Aram Bakisch verkauft selbst Fremde an die Dafarer. Er würde nicht das Risiko auf sich nehmen und versuchen, einen der Einwohner eine solche Sache anzutun.« Conan spuckte angewidert aus. Einen Moment später führte er seine Gefährtin auf den Weg zur Straße mit immer noch unbeleuchteten Häusern auf jeder Seite. Schleichen im Schatten war nicht angenehm für sein Wesen. »Wohin willst du gehen?«, fragte er. Das Mädchen schien nichts gegen seinen Arm um ihre Taille zu haben. »Zu meinem Haus, meine Diener wecken«, antwortete sie. »Ich möchte sie bitten, nach meinem Geliebten zu suchen. Ich möchte nicht, dass die Stadt, die Priester, irgendjemand von dem Wahnsinn erfährt. Er ist ein junger Offizier mit einer vielversprechenden Zukunft. Vielleicht können wir ihn den Wahnsinn austreiben, wenn wir ihn finden.« »Wenn wir ihn finden?«, brummte Conan. »Was lässt dich glauben, ich möchte die ganze Nacht in den Straßen umherstreifen für einen Irren?« Sie warf ihm einen schnellen Blick zu und versuchte wohl, das Strahlen in seinen blauen Augen zu interpretieren. Jede Frau hätte es wissen müssen, dass er ihr überall hinfolgt, wo immer sie ihn hinleitet. Für eine Weile zumindest. Aber als Frau verbarg sie ihr Wissen darum. »Bitte«, begann sie mit einer Spur von Tränen in ihrer Stimme. »Ich habe sonst niemanden, den ich um Hilfe fragen kann. Du warst nett.« »Schon gut«, grunzte er. »Schon gut. Wie ist des jungen Schurkens Name?« »Warum? Alafdal. Ich bin Zabibi, eine Tänzerin. Ich habe schon oft getanzt, und zwar vor allen, den Satraps, Jungir Khan und seine Mistressin Nafertari und all den königlichen Damen von Zamboula. Totrasmek begehrt mich, und weil ich ihn abgewiesen habe, macht er mich als Unschuldige zu seinem Werkzeug für seine Rache an Alafdal. Ich bat um einen Liebestrank von Totrasmek. Keine Ahnung von der Tiefgründigkeit seiner Arglist und seines Hasses. Er gab mir eine Droge, um sie in den Wein meines Geliebten zu schütten, und er schwor, wenn Alafdal es trinken würde, dann würde er mich wahnsinnig lieben, mehr als jemals zuvor, und mir jeden Wunsch erfüllen. Ich habe die Droge unbeobachtet in den Wein meines Geliebten geschüttet. Aber als er ihn getrunken hat, wurde mein Geliebter rasend wahnsinnig, und die Dinge sind gekommen, wie ich es dir erzählt habe. Verfluchter Totrasmek! Diese hybride Schlange! Ah!« Sie packte seinen Arm krampfhaft und beide stoppten kurz. Sie sind in dem Viertel der Läden und Ställe angekommen. Alles war menschenleer und unbeleuchtet, denn die Stunde war spät. Sie gingen durch eine Gasse und in der Mündung stand ein Mann, bewegungslos und leise. Sein Kopf war gesenkt, aber Conan bemerkte den eigenartigen Lichtschimmer in seinen furchterregenden Augen, sah sie an, ohne zu blinzeln. Seine Haut kribbelte, nicht aus Angst wegen dem Schwert in der Hand von dem Mann, aber wegen seiner unheimlichen Körperhaltung und Ruhe. Sie deutet auf Tobsucht hin. Conan schubste das Mädchen beiseite und zog sein Schwert. »Töte ihn nicht«, bat sie ihm. »Im Namen von Set, erschlag ihn nicht, Du bist stark, überwältige ihn. Wir werden sehen, murmelte er, griff sein Schwert mit seiner rechten Hand und umklammerte seine linke Hand zu einer hammerartigen Faust. Er machte einen festen Schritt auf die Gasse zu und mit einem fürchterlichen, stöhnenden Lachen stürmte der Turanier los. Er kam und schwang sein Schwert, stand auf den Zehenspitzen, als ob er die ganze Kraft seines Körpers in die Schläge steckte. Funken blitzten auf, als Conan der Klinge parierte, und im nächsten Moment wurde der Wahnsinnige von einem donnernden Schlag von Conans linker Faust niedergestreckt und fiel bewusstlos in den Staub. Das Mädchen rannte vor. »Oh, er ist nicht!« Conan bückte sich schnell, drehte den Mann auf die Seite und tastete ihn schnell ab. »Er ist nicht verletzt«, graulte er. »Nasenbluten, aber jeder würde das bekommen nach so einem Schlag auf die Kauwerkzeuge. Er wird nach einer Weile wieder zu sich kommen und vielleicht ist sein Kopf denn in Ordnung. In der Zwischenzeit werde ich ihm die Handgelenke mit seinem Schwertgürtel verbinden. So, wo möchtest du nun, dass ich ihn für dich hinbringe?« »Warte!« Sie kniete neben der bewusstlosen Gestalt, packte die verbundenen Hände und untersuchte sie eifrig. Dann schüttelte sie ihren Kopf vor verblüffter Enttäuschung. Sie errichtete sich. Sie kam dichter zu den riesigen Cimmerier und legte ihre schlanken Hände auf die muskulöse Brust. Ihre schwarzen Augen wie nasse Juwelen im Sternlicht starrten zu ihnen auf. »Du bist ein Mann. Hilf mir. Totrasmek muss sterben. Erschlag ihn für mich.« »Und stecke meinen Hals in eine turanische Schlinge?« grunzte er. »Nein!« Ihre schlanken Arme, scheinbar stark wie Stahl, umarmten Conans Hals. Ihr geschmeidiger Körper schlug an seinen. Die Hykanier verehren Totrasmek nicht. Die Priester von Set fürchten ihn. Er ist ein Bastard, der die Menschen mit Angst und Aberglaube beherrscht. Ich verehre Set. Die Turanier beugen sich vor Erlik. Aber Totrasmek dient Hanuman dem Verfluchten. Die Turanier fürchten diese schwarze Kunst und seine Macht über die hybride Population und sie hassen ihn. Wenn er nachts in seinen Tempel erschlagen werden würde, würden sie nicht sehr genau nach seinem Mörder suchen. »Und was ist mit seiner Magie?« fragte der Cimmerier. »Du bist ein Kämpfer«, antwortete sie. »Dein Leben zu riskieren ist Teil deines Standes.« »Für einen Preis«, gesteht er ein. »Ein Preis wird es geben«, atmete sie, erhob sich auf ihre Zehenspitzen und blickte in seine Augen. Die Nähe ihres pulsierenden Körpers fuhr wie eine Flamme durch seine Venen. Der Duft ihres Atems brannte sich in sein Gehirn. Aber als er seine Arme um ihre geschmeidige Figur legen wollte, vermied sie dies mit einer geschmeidigen Bewegung und sagte, »Warte! Hilf mir erst bei dieser Angelegenheit!« »Nenne deinen Preis!« er sprach angestrengt. »Finde meinen Geliebten«, führte sie an, und der Cimmerier bückte sich und schwang die große Gestalt mit Leichtigkeit auf seine breiten Schultern. Im Moment hatte er das Gefühl, als ob er mit gleicher Leichtigkeit über Jungir Khans Palast hätte herstürzen können. Das Mädchen murmelte eine Zärtlichkeit zu dem bewusstlosen Mann. Und es gab keine Heuchlerei in ihrer Haltung. Sie liebte Alafdal offensichtlich aufrichtig. Unabhängig davon, was sie mit Conan für Geschäfte gemacht hätte. Es hätte keinen Einfluss auf ihre Beziehung zu Alafdal. Frauen sind in diesen Angelegenheiten praktischer als Männer. »Folge mir!« Sie hastete die Straße runter, während der Cimmerier ihr einfach hinterherstiefelte, in keiner Weise unbehaglich von seiner geringen Belastung. Er behielt ein waches Auge für die schleichenden Schatten unter den Gewölbebögen, sah aber nichts Verdächtiges. Zweifellos waren die Männer von Dafar alle in der Konklave versammelt. Das Mädchen ging in eine enge Seitenstraße und sie klopfte sogleich vorsichtig an eine bogenförmige Tür. Fast zeitgleich öffnete sich ein Pförtchen im oberen Bereich. Ein Gesicht blickte flüchtig raus. Sie beugte sich eng an die Öffnung, flüsterte leise. Die Türriegel knarrten an den Scharnieren und die Tür öffnete sich. Ein riesiger Mann stand umrahmt im sanften Schein einer Kupferlampe. Ein kurzer Blick zeigte Conan, dass der Mann nicht aus Dafar war. Seine Zähne waren nicht angefeilt und sein krausiges Haar war kurz bis auf die Kopfhaut geschoren. Er war aus Wadai. Nach einem Wort von Zabibi gab Conan den schlaffen Körper in die Arme des Mannes und sah den jungen Offizier auf einem Samtdiwan liegen. Er zeigt keine Zeichen, dass er wieder zum Bewusstsein kommt. Der Schlag, der ihn bewusstlos schlug, hätte einen Ochsen zum Umfallen gebracht. Dann richtete sie sich auf und winkte den Cimmerier zu sich. Die Tür schloss sanft, die Schlösser klickten hinter ihnen und das Schließen des Pförtchens schaltete das Licht der Lampen aus. Im Sternlicht der Straße nahm Zabibi Konans Hand. Ihre eigene Hand zitterte ein bisschen. »Du wirst mich nicht scheitern lassen?« Er schüttelte seinen Kopf massiv in Richtung Sterne. »Dann folge mir zum Schrein von Hanuman, und Gott wird unserer Seelen gnädig sein.« Auf den lautlosen Straßen bewegten sie sich wie Phantome der Antike. Sie gingen lautlos. Vielleicht dachte das Mädchen an ihren Geliebten, der unter der Kupferlampe bewusstlos auf dem Divan lag. Oder sie schrumpfte mit der Angst vor dem, was im dämonischen Schrein von Hanuman vor ihnen lag. Der Barbar dachte nur an die Frau, die sich neben ihm so geschmeidig bewegte. Das Parfüm ihres duftenden Haares befand sich in seinen Nasenlöchern. Die sinnliche Aura ihrer Anwesenheit erfüllte sein Gehirn und ließ keinen Raum für einen anderen Gedanken. Auf einmal hörten sie das Klirren messingbeschlagener Füße. Diese traten in den Schatten eines düsteren Torbogens, während ein Trupp pellisch-thimischer Wächter vorbeizog. Es waren 15 von ihnen. Sie marschierten in dichter Formation, Speerträger vorneweg, und die hintersten Männer hatten ihre breiten Messingschilder auf dem Rücken, um sie vor einem Messerstich von hinten zu schützen. Die wandelnde Bedrohung durch die dafarischen Menschenfresser war selbst für die bewaffneten Männer eine Bedrohung. Sobald das Klirren ihrer Sandalen der Straßen hinauf verstummt war, kamen Conan und das Mädchen aus ihrem Versteck und eilten weiter. Ein paar Augenblicke später sahen sie das gedrungene, flache Gebäude, das sie suchten, vor sich aufragen. Der Tempel von Hanuman stand alleine in der Mitte eines ausgedehnten Platzes, der still und verlassen unter den Sternen lag. Eine Marmormauer umgab den Schrein, mit einer breiten Öffnung direkt vor dem Portikus. Diese Öffnung hatte kein Tor oder irgendein Absperrgitter. »Warum suchen die Dafarer ihre Beute nicht hier?« murmelte Conan. »Hier gibt es nichts, was sie draußen halten könnte.« Er konnte das Zittern von Zabibis Körper fühlen, als sie diesen näher an seinen presste. »Sie fürchten Totrasmek, wie alle in Zamboula ihn fürchten, selbst Jungir Khan und die Nafertari. Komm schnell, bevor mein Mut wie Wasser von mir fließt.« Die Angst des Mädchens war offensichtlich, aber sie zögerte nicht. Conan zog sein Schwert und ging voraus, als sie durch das offene Tor gingen. Er kannte die abscheulichen Gewohnheiten der Priester des Ostens und war sich darüber im Klaren, dass jedem Eindringling in Hanumans Schrein fast jede Art von albtraumhaften Grauen erwarten würde. Er wusste, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass weder er noch das Mädchen den Schrein jemals lebend verlassen würden. Aber er hatte sein Leben schon zu oft aufs Spiel gesetzt, um sich darüber Gedanken zu machen. Sie betraten einen mit Marmor gepflasterten Hof, der weiß im Sternlicht schimmerte. Eine kurze Treppe mit breiten Marmorstufen führte zu den von Säulen umgebenen Portikus hinauf. Eine große Bronzetür stand weit offen, wie sie die letzten Jahrhunderte offen stand. Aber keine Gläubigen verbrannten ihren Weihrauch da drin. Tagsüber konnten Männer und Frauen ohne Angst in den Schrein kommen und dem Affengott Opfergaben auf dem schwarzen Altar darbringen. Nachts mieden die Menschen den Tempel von Hanuman, wie Hasen die Höhle der Schlange mieden. Brennende Weihrauchfässer tauchten das Innere in ein weiches, seltsames Leuchten, das eine Illusion von Unwirklichkeit erzeugte. Nahe der hinteren Wand, hinter dem schwarzen Steinaltar, saß der Gott, den Blick für immer auf die offene Tür gerichtet, durch die seit Jahrhunderten seine Opfer von Rosettenketten geschleppt gekommen waren. Eine kleine Rille verlief vom Sims zum Altar, und als Conans Fuß sie spürte, trat er schnell zurück, als wäre er auf eine Schlange getreten. Die Rille war von den schwankenden Füßen der Menge getragen worden, die schreiend auf diesen grimmigen Altar gestorben waren. Bestialisch grinste Hanuman im unsicher machenden Licht mit seiner geschnitzten Maske. Er saß, nicht wie ein Affe kauern würde, aber wie ein Mann mit gekreuzten Beinen sitzen würde, aber sein Aussehen war aus diesem Grund nicht weniger affenhaft. Er war aus schwarzem Marmor gemeißelt und seine Augen waren Rubine, die rot und lüstern glühten, wie die Kohlen aus dem tiefsten Abgrund der Hölle. Seine großen Hände lagen auf seinen Schoß, die Handflächen waren nach oben gerichtet, die Krallenfinger gespreizt und greifend. In der anekelnden Betonung seiner Eigenschaften, im Grinsen seines satyrischen Gesichtes spiegelte sich der abscheuliche Zynismus eines degenerierten Kultes wider, der ihn vergötterte. Das Mädchen bewegte sich um das Götzenbild herum auf die hintere Wand zu. und als ihre schlanke Flanke ein gemeißeltes Knie streifte, wich sie zur Seite und schauderte, als hätte sie ein Reptil berührt. Zwischen dem breiten Sockel des Götzenbildes und der Marmorwand mit dem Fries aus goldenen Blättern war ein Abstand von mehreren Metern. Zu beiden Seiten war der Götze flankiert von Elfenbeintüren, die unter einem goldenen Bogen in die Wand eingelassen waren. »Diese Türen öffnen sich an jedem Ende eines haarnadelförmigen Ganges«, sagte sie hastig. »Einmal war ich im Inneren des Schreins, einmal!« Sie zitterte und zuckte mit ihren schlanken Schultern bei der Erinnerung, die sowohl erschreckend als auch obszön war. »Der Gang ist wie ein Hufeisen gebogen, wobei jedes Horn in diesen Raum mündet. Totrameks Kammern sind in dieser Kurve des Ganges und öffnen sich in dieser hinein. Aber da ist eine Geheimtür in der Wand, die direkt in eine innere Kammer führt.« Sie begann mit den Händen über die glatte Oberfläche zu streichen. Es war kein Riss oder ein Spalt zu sehen. Conan stand mit dem Schwert in der Hand neben ihr und sah sich vorsichtig um. Die Stille, die Leere des Schreins und die Vorstellung, was hinter diesen Mauern liegen könnte, ließen ihn sich wie ein wildes Tier fühlen, das eine Falle wittert. »Ah!« Das Mädchen hatte endlich die Geheimtür gefunden. Eine quadratische Öffnung klaffte schwarz in der Wand. Dann »Set!« schrie sie. Und noch während Conan auf sie zusprang, sah er, dass sich eine große, missgestaltete Hand in ihrem Haar festgekrallt hatte. Sie wurde von den Füßen und kopfüber in die Öffnung gerissen. Conan, der wirkungslos nach ihr griff, spürte, wie seine Finger von ihren nackten Gliedmaßen glitten. Und um Handumdrehen war sie verschwunden, und die Wand war so leer wie zuvor. Nur von hinter der Mauer ertönten die gedämpften Geräusche eines Kampfes, ein schwach hörbarer Schrei und ein leises Lachen, das Conans Blut in seinen Adern gefrieren ließ. Drittes Kapitel. Hände greifen. Mit einem Fluch schlug der Cimmerier mit dem Knauf seines Schwertes einen fürchterlichen Schlag gegen die Wand, und der Marmor brach und zersplitterte. Aber die verborgene Tür gab nicht nach, und die Vernunft sagte ihm, dass sie zweifellos auf der anderen Seite der Wand verriegelt worden war. Er drehte sich um und sprang durch die Kammer zu einer der Elfenbeintüren. Er hob sein Schwert, um die Vertäfelung zu zertrümmern, versuchte es waghalsig zuerst an der Tür mit der linken Hand. Sie sprang leicht auf. Und er starrte in einen langen Korridor, der unter dem seltsamen Licht von Weihrauchfässern, die denen im Schrein ähnelten, im Dämmerlicht versank. Am Türpfosten war ein schwerer goldener Riegel zu sehen, den er leicht mit den Fingerspitzen berührte. Die schwache Wärme des Metalls konnte nur von einem Mann wahrgenommen werden, dessen Fähigkeiten denen eines Wolfes ähnelten. Dieser Bolzen wurde in den letzten paar Sekunden berührt und davor gezogen worden. Die Angelegenheit sah immer mehr nach einer Köderfalle aus. Er hätte wissen können, dass Totramesk es wissen würde, wenn jemand den Tempel betrat. Den Korridor zu betreten, würde zweifellos bedeuten, in die Falle zu tappen, die der Priester ihm gestellt hatte. Aber Conan zögerte nicht. Irgendwo in diesem schwach beleuchteten Inneren war Zabibi seine Gefangene. Und nach dem, was er über die Eigenschaften von Hanumans Priester wusste, war er sich sicher, dass sie dringend Hilfe brauchte. Conan stolzierte wie ein Panther in den Korridor, bereit, nach links und rechts zu schlagen. Zu seiner Linken waren elfenbeinfarbene Türen mit Bogen im Korridor, und er versuchte eine nach der anderen. Alle waren verschlossen. Er war vielleicht 25 Fuß gegangen, als der Korridor scharf nach links abbog und die Kurve beschrieb, die das Mädchen erwähnt hatte. In dieser Biegung öffnete sich eine Tür, die unter seiner Hand nachgab. Er blickte in einen breiten, viereckigen Raum, der etwas heller beleuchtet war als der Korridor. Die Wände waren aus weißem Marmor, der Boden aus Elfenbein, die Decke mit eingelassenem Silber versehen. Er sah Divane aus reichem Satin, vergoldete Fußschemel aus Elfenbein, einen scheibenförmigen Tisch aus einer massiven, metallähnlichen Substanz. Auf einem der Divane lag ein Mann und blickte zur Tür. Er lachte, als er dem erschrockenen Blick des Cimmeriers begegnete. Dieser Mann war bis auf einen Lendenschurz und hochgeschnürte Sandalen nackt. Er war braunhäutig, hatte kurz geschnittenes schwarzes Haar und unruhige schwarze Augen, die ein breites, arrogantes Gesicht hervorhoben. An Umfang und Breite war er riesig, mit riesigen Gliedmaßen, an denen die großen Muskeln bei jeder Bewegung anschwollen und sich kräuselten. Seine Hände waren die größten, die Conan je gesehen hatte. Die Gewissheit seiner gigantischen körperlichen Kraft färbte jede seiner Handlungen und Bewegungen. »Warum nicht eintreten? Barbar!« rief er spöttisch mit einer übertriebenen einladenden Geste. Conans Augen begannen unheilvoll zu glühen, aber er trat vorsichtig in die Kammer, sein Schwert griffbereit. »Wer zum Teufel bist du?« knurrte er. »Ich bin Baal-pteor«, antwortete der Mann. »Einst vor langer Zeit und in einem anderen Land hatte ich einen anderen Namen. Aber das ist ein guter Name, und warum Totrasmek ihn mir gegeben hat, kann dir jede Tempelmagd sagen.« »Du bist also sein Hund«, grunzte Conan. »Gut, verflucht seist du, Baal-pteor. Wo ist die Dirne, die du durch die Wand gerissen hast?« »Mein Herr bewertet sie«, lachte Baal-pteor. »Hör zu!« Hinter der Tür, gegenüber derjenigen, durch die Conan eingetreten war, ertönte der Schrei einer Frau, schwach und gedämpft in der Ferne. »Ich vernichte deine Seele!« Conan machte einen Schritt auf die Tür zu und drehte sich dann mit kribbelnder Haut um. Baal-pteor lachte ihn aus. Dieses Lachen war von einer Drohung durchzogen, die Conan die Nackenhaare aufstehen ließen und setzten eine rote Welle der Mordlust in seinen Blick. Er ging auf Baal-pteor zu. Die Knöchel seiner Schwerthand waren weiß. Mit einer schnellen Bewegung warf der Mann etwas nach ihm. Eine glänzende Kristallkugel, aus der ein unheimliches Licht schien. Conan wich instinktiv aus, aber wie durch ein Wunder blieb die Kugel mitten in der Luft stehen, nur wenige Meter von seinem Gesicht entfernt. Sie fiel nicht auf den Boden, sie hing wie an einen unsichtbaren Faden, etwa 1,5 Meter über dem Boden. Und als er sie erstaunt anstarrte, begann sie sich mit wachsender Geschwindigkeit zu drehen. Und während sie sich drehte, wuchs sie, dehnte sie sich aus, wurde nebulös. Sie füllte die Kammer aus. Es hüllte ihn ein. Es ließ die Möbel, die Wände und das Antlitz von Baal-pteor verschwinden. Er verlor sich inmitten eines blendend bläulichen Nebels mit wirbelnder Geschwindigkeit. Schreckliche Winde heulten an Conan vorbei, zerrten und zerrten an ihn, versuchten ihn von den Füßen zu reißen, ihn in den Wirbel zu ziehen, der sich wie verrückt vor ihm drehte. Mit einem würgenden Schrei taumelte Conan zurück, taumelte, spürte die feste Wand gegen seinen Rücken. Bei der Berührung hörte die Illusion auf zu wirken. Die wirbelnde titanische Sphäre verschwand wie eine platzende Blase. Conan taumelte in dem Zimmer mit der silbernen hohen Decke. Graue Nebelschwaden umkreisten seine Füße. Und der Saal Baal-pteor auf dem Divan rekeln, zitternd vor lautlosem Gelächter. »Sohn einer Hure!« Conan stürzte sich auf ihn, aber der Nebel wirbelte vom Boden auf und verdeckte die riesige Gestalt. Conan tastete in einer rollenden Wolke herum, die ihn blendete, und fühlte ein zerreißendes Gefühl der Verlagerung. Und dann waren der Raum, der Nebel und der Mann zusammen verschwunden. Er stand allein im hohen Schilf eines sumpfigen Moores. Und ein Büffel stürzte sich mit gesenktem Kopf auf ihn. Er sprang vor den reißenden, gleichgekrümmten Hörnern zur Seite und stieß sein Schwert hinter das Vorderbein, durch die Rippen und das Herz. Dann war es nicht der Büffel, sondern Baal-pteor, der starb. Mit einem Fluch schlug Conan ihm den Kopf ab, und der Kopf erhob sich vom Boden und tierische Stoßzähne schnappten nach seiner Kehle. Trotz all seiner gewaltigen Kraft konnte er den Kopf nicht losreißen. Er würgte. Dann ein Rauschen, ein Dröhnen durch den Raum, der verrenkende Schock eines unermesslichen Aufpralls. Und er war wieder in der Kammer mit Baal-pteor, dessen Kopf wieder fest auf seinen Schultern saß und der ihn stumm vom Divan aus anlachte. »Mesmerismus«, murmelte Conan, duckte sich und drückte seine Zehen hart gegen den Marmor. Seine Augen blitzten. Dieser Hund spielte mit ihm und machte sich über ihn lustig. Aber diese Vermummung, dieses Kinderspiel mit Nebeln und Gedankenstätten, es konnte ihm nichts anhaben. Er brauchte nur zu springen und zuzuschlagen. Und der Akolyt wäre ein zerfetzter Leichnam unter seiner Ferse. Diesmal würde er sich nicht von den Schatten der Illusion täuschen lassen. Aber er tat es. Ein blutrünstiges Knurren ertönte hinter ihm, und er drehte sich um und schlug blitzschnell auf den Panther ein, der sich vor dem metallfarbenen Tisch auf ihn stürzte. Noch während er zuschlug, verschwand die Erscheinung und seine Klinge krachte ohrenbetäubend auf der diamantenen Oberfläche. Sofort spürte er etwas Ungewöhnliches. Die Klinge klebte am Tisch. Er zerrte wild daran. Der Tisch gab sie nicht frei. Das war kein hypnotisierender Trick. Der Tisch war ein riesiger Magnet. Er packte den Griff mit beiden Händen, als die Stimme an seiner Schulter ihn zu dem Mann führte, der sich endlich vom Diwan erhoben hatte. Etwas größer als Conan und viel schwerer ragte Baal-pteor vor ihm auf. Ein beängstigendes Bild muskulöser Erscheinungen. Seine mächtigen Arme waren unnatürlich lang, und seine großen Hände öffneten und schlossen sich und zuckten krampfhaft. Conan ließ den Griff seines Gefangenenschwertes los und verstummte, während er seinen Feind durch den geschlitzten Deckel beobachtete. »Dein Kopf, Cimmeria«, höhnte Baal-pteor. »Ich werde ihn mir bald mit meinen bloßen Händen nehmen und ihn von deinen Schultern reißen, wie der Kopf eines Huhns gedreht wird. So opfern die Söhne von Kosala Juju. Barbar, du schaust auf einen Bürger von Yota Pong. Ich wurde von den Priestern der Yaju in meiner Kindheit auserwählt. Und während meiner Kindheit und Jugend wurde ich in der Kunst des Tötens mit bloßen Händen ausgebildet. Denn nur so werden die Opfer dargebracht. Yajur liebt Blut. Und wir verschwenden keinen Tropfen aus den Adern der Opfer. Als ich ein Kind war, gaben sie mir Säuglinge zum Erwürgen. Als ich ein Junge war, habe ich junge Mädchen erwürgt. Als Jugendlicher Frauen, Greise und Knaben. Erst als ich meine volle Männlichkeit hatte, wurde mir ein starker Mann gegeben, den ich auf dem Altar von Yota Pong erschlagen sollte. Jahrelang brachte ich Yajur die Opfer dar. Hunderte von Hälsen sind zwischen diesen Fingern gebrochen. Er spielte mit ihnen vor den wütenden Augen des Cimmeriers. Warum ich aus Yota Pong geflohen bin, um Totrameks Diener zu werden, geht dich nichts an. Einen Moment wirst du jenseits deiner Neugier sein. Die Priester von Kosala, die Bürger von Yajur sind unglaublich stark. Ich war stärker als alle. Mit meinen Händen, Barbar, werde ich dir das Knick brechen. Und wie ein Schlag von Zwilling-Kobras schossen seine großen Hände um Conans Kehle. Der Cimmerier unternahm keinen Versuch, ihn auszuweichen oder sie abzuwehren. Aber seine eigenen Hände schossen zum Stiernacken des Kosalaniers. Baal-pteors schwarze Augen weiteten sich, als er die dicken Muskelstränge spürte, die die Kehle des Barbaren schützten. Mit einem Knurren übte er seine unmenschliche Kraft aus, und Knoten und Klumpen und Berge von Muskeln erhoben sich entlang seiner massiven Arme. Dann vernahm er ein würgendes Keuchen, als Conans Finger sich um seine Kehle schlossen. Einen Moment lang standen sie wie Statuen da, ihr Gesichter wie Masken der Anstrengung. Adern begannen sich purpurn an ihren Schläfen abzuzeichnen. Conans schmale Lippen lösten sich zu einem grinsenden, zähnefletschenden Knurren. Baal-pteors Augen waren aufgerissen. In ihm wuchs der schreckliche Verdacht und der Schimmer von Angst. Beide Männer standen regungslos da wie Bilder, außer dass sich ihre Muskeln und starren Arme und angespannten Beine ausdehnten. Aber dort kämpfte eine Kraft jenseits der allgemeinen Vorstellung. Eine Kraft, die Bäume hätte entwurzeln und die Schädel von Ochsen zerschmettern können. Plötzlich pfiff der Wind zwischen den gespreizten Zähnen des Baal-pteor hervor. Sein Gesicht wurde lila. Angst flutete seine Augen. Seine Muskeln schienen kurz davor zu sein, aus seinen Armen und Schultern zu platzen. Doch die Muskeln des dicken Halses des Cimmeriers gaben nicht nach. Unter seinen verzweifelten Fingern fühlten sie sich an wie zu Masse gewordene Eisenschnüre. Aber sein eigenes Fleisch gab unter den eisernen Fingern des Cimmeriers nach, die tiefer und tiefer in die nachgebenden Halsmuskeln eindrangen, bis sie auf die Halsschlagader und Luftröhre drückten. Die statuenhafte Unbeweglichkeit der beiden wich einer plötzlichen, rasenden Bewegung, als der Kosalanier anfing, sich loszureißen und loszuhebeln und versuchte, sich nach hinten zu werfen. Er ließ Conans Kehle los und packte seine Handgelenke, versuchte, diese unerbittlichen Finger loszureißen. Mit einem plötzlichen Stoß stieß Conan ihn nach hinten, bis sein Rücken gegen den Tisch krachte. Conan beugte ihn noch weiter über den Rand und noch weiter, bis sein Rückgrat zu brechen drohte. Conans tiefes Lachen war gnadenlos wie ein Ring aus Stahl. »Du Narr«, flüsterte er beinahe. »Ich glaube, du hast noch nie einen Mann aus dem Westen gesehen. Du hältst dich für stark, weil du zivilisierten Leuten Köpfe abdrehen konntest? Arm Schwächling mit Muskeln wie morsche Schnüre? Hölle! Breche einem wilden cimmerischen Bullen das Knick, bevor du dich stark nennst. Ich habe es getan, bevor ich ein ausgewachsener Mann war, so wie jetzt. und mit einem wilden Ruck drehte er Baal-pteors Kopf herum, bis das gespenstische Gesicht über die linke Schulter lugte und die Wirbel wie ein fauler Ast brachen. Conan schleuderte die schlaffe Leiche zu Boden, wandte sich wieder dem Schwert zu und packte den Griff mit beiden Händen, während er seine Füße gegen den Boden stemmte. Aus den Wunden, die Baal-pteors Fingernägel in die Haut seines Halses gerissen hatten, rann Blut über seine Brust. Sein schwarzes Haar war feucht, Schweiß lief ihm übers Gesicht und seine Brust hob sich. Trotz all seiner lautstarken Verachtung der Stärke von Baal-pteor hätte er in dem unmenschlichen Kosalania beinahe sein Gegenstück gefunden. Aber ohne innezuhalten, um wieder zu Atem zu kommen, wandte er seine ganze Kraft in einem mächtigen Ruck auf, um das Schwert von dem Magneten, an dem es haftete, zu reißen. Nach einem Augenblick hatte er die Tür aufgestoßen, hinter der der Schrei ertönt war, und er blickte einen langen, geraden Korridor hinunter, der von Elfenbeintürmen gesäumt war. Das andere Ende wurde von einem üppigen Samtvorhang verdeckt, und hinter diesem Vorhang erklangen die teuflischen Klänge einer Musik, wie sie Conan noch nie gehört hatte, nicht einmal in seinen Albträumen. Die kurzen Haare in seinem Nacken sträubten sich. Unter die Musik mischte sich auch das keuchende, hysterische Schluchzen einer Frau. Mit festem Griff nach seinem Schwert glitt er den Korridor hinunter. Viertes Kapitel: Tanz, Mädchen, Tanz. Als Zabibi durch die Öffnung in die Wand hinter dem Götzenbild gerissen wurde, war ihr erster schwindelerregender, unzusammenhängender Gedanke, dass ihre Zeit gekommen war. Sie schloss die Augen und wartete auf den Schlag. Stattdessen fühlte sie, wie sie sanft auf den glatten Marmorboden geworfen wurde, der ihre Knie und ihre Hüfte verletzte. Sie öffnete ihre Augen und starrte ängstlich um sich, als ein gedämpfter Aufprall von jenseits der Mauer zu hören war. Sie sah einen Riesen in einem Lendenschurz über sich stehen. Und auf der anderen Seite des Zimmers, aus dem sie gekommen war, saß ein Mann auf einem Divan, mit dem Rücken zu einem schweren, schwarzen Samtvorhang. Einen breiten, fleischigen Mann mit dicken, weißen Händen und Schlangenaugen. Ihre Haut schauderte. Denn dieser Mann war Totrasmek, der Priester von Hanuman, der jahrelang seine schleimigen Netze der Macht über die ganze Stadt Zamboula gesponnen hatte. Der Baba will sich durch die Wand schlagen? Sagte Totrasmek suffisant, aber der Riegel hielt. Das Mädchen sah, dass ein schwerer goldener Riegel durch die verborgene Tür eingeschoben war, der von dieser Seite der Wand deutlich zu erkennen war. Der Bolzen und seine Fassung hätten dem Angriff eines Elefanten widerstanden. »Geh! Geh! Öffne ihm die Tür, Baal-pteor!« befahl Totrasmek. »Töte ihn in der quadratischen Kammer am Ende des Korridors!« Der Kosalania grüßte und verschwand durch eine Tür in der Seitenwand der Kammer. Zabibi erhob sich und starrte den Priester ängstlich an, dessen Augen begierig über ihre prächtige Gestalt glitten. Das war ihr gleichgültig. Eine Tänzerin aus Zamboula war an Nacktheit gewöhnt, aber die Grausamkeit in seinen Augen ließ ihre Glieder zittern. »Du kommst wieder zu mir in mein Reich? Schön!« schnurrte er zynisch heuchlerisch. »Es ist eine unerwartete Ehre.« Sie schienen ihre früheren Besuche so wenig zu genießen, dass ich nicht zu hoffen wagte, sie jemals wieder begrüßen zu dürfen. Für eine zambulische Tänzerin war es unmöglich zu erröten, aber in Zabibis geweiteten Augen mischte sich ein Schimmer von Wut und Angst. »Du fettes Schwein! Du weißt, dass ich nicht aus Liebe zu dir hierher gekommen bin!« »Nein?« lachte Totrasmek. »Du bist wie ein Narr gekommen, bist mit einem dummen Barbaren durch die Nacht geschlichen, um mir die Kehle durchzuschneiden. Warum solltest du mir nach dem Leben trachten?« »Du weißt warum«, rief sie, wissend um die Sinnlosigkeit des Versuchs, sich zu verstellen. »Du denkst an deinen Geliebten?« lachte er. »Die Tatsache, dass du hier bist, um mein Leben zu nehmen, zeigt, dass er die Droge getrunken hat, die ich dir gegeben habe. Na, hast du danach nicht gefragt? Und, habe ich dir nicht gegeben, worum du gebeten hast? Aus Liebe, die ich zu dir trage?« »Ich habe dich um ein Medikament gebeten, die ihn ein paar Stunden lang harmlos schlafen lassen sollte«, sagte sie bitter. Und Sie haben Ihre Diener mit einer Droge geschickt, die ihn verrückt gemacht hat. Ich war eine Närrin, dir jemals zu vertrauen. Ich hätte wissen können, dass deine Freundschaftsbekundungen Lügen waren, um deinen Hass und deine Bosheit zu verbergen. Und warum wolltest du, dass dein Geliebter schläft? Erwiderte er. So könntest du ihm das Einzige stehlen, was er dir niemals geben würde. Den Ring mit dem Juwel, den die Männer den Stern von Kosala nennen, den Stern, den der Königin von Ophir gestohlen wurde, die für seine Rückgabe ein Zimmer voll Geld bezahlen würde. Er würde ihn dir nicht freiwillig geben, weil er wusste, dass er eine Menge Magie enthält, die, wenn sie richtig kontrolliert wird, die Herzen des anderen Geschlechts versklaven kann. Du wolltest ihn stehlen, weil du fürchtest, dass seine Zauberer den Schlüssel zu dieser Magie entdecken und er dich bei seiner Eroberung der Königin der Welt vergessen würde. Du würdest es an der Königin Ophir zurückverkaufen, die seine Macht versteht und es benutzen würde, um Männer zu versklaven, wie sie es tat, bevor sie es gestohlen hat. Und warum wolltest du es? Fragte sie mürrisch. Ich verstehe seine Kräfte. Er würde die Kraft meiner Künste steigern. Nun, schnappte sie. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn! Ich habe den Stern von Kosala? Nein, du irrst. Und warum sollte ich lügen? Entgegnete sie bitter. Er hatte ihn am Finger, als er mich auf die Straße trieb. Er hatte ihn nicht mehr, als ich ihn wiederfand. Ihr Diener muss das Haus bewacht und ihn ihm weggenommen haben, nachdem ich entkommen bin. Zum Teufel damit. Ich will, dass mein Geliebter gesund und heil zurückkommt. Sie haben den Ring. Sie haben uns beide bestraft. Warum gibst du ihm nicht sein Bewusstsein zurück? Können Sie es bitte machen jetzt? Kannst du? Na, das könnte ich, versicherte er ihr, offensichtlich erfreut über ihre Not. Er zog eine Fiole zwischen den Roben hervor. Dies enthält den Saft des goldenen Lotus. Wenn dein Geliebter ihn trinken würde, wäre er wieder gesund? Ja, ich werde gnädig sein. Du hast sowohl meine Wünsche ausgeschlagen und mich verhöhnt, nicht nur einmal, sondern viele Male, aber ich werde gnädig sein. Komm und nimm die Fiole aus meiner Hand. Sie starrte Totrasmek an, zitterte vor Eifer, es zu ergreifen, aber sie fürchtete, es sei nur ein grausamer Scherz. Sie trat schüchtern mit ausgestreckter Hand vor und er lachte herzlos und zog sie aus ihrer Reichweite zurück. Selbst als sich ihre Lippen öffneten, um ihn zu verfluchen, riss ein Instinkt ihre Augen nach oben. Von der vergoldeten Decken fielen 4 jadefarbene Gefäße. Sie wich aus, aber sie trafen sie nicht. Sie stürzten um sie herum zu Boden und bildeten die 4 Ecken eines Quadrats. Sie schrie, denn aus der Urne erhob sich ein vermummter Kopf einer Kobra und einer schnappte nach ihrem bloßen Bein. Ihre krampfhafte Bewegung, sie auszuweichen, brachte sie in Reichweite der einen auf der anderen Seite. Und wieder musste sie sich wie ein Blitz bewegen, um dem Aufblitzen ihres abscheulichen Kopfes auszuweichen. Sie war in eine schreckliche Falle getappt. Alle 4 Schlangen schwankten und schnappten nach Fuß, Knöchel, Wade, Knie, Schenkel, Hüfte, jeden Teil ihres üppigen Körpers, der ihnen zufällig am nächsten war, und sie konnte nicht über sie springen oder zwischen ihnen in Sicherheit gelangen. Sie konnte nur herumwirbeln und zur Seite springen und ihren Körper drehen, den Schlangen ausweichen, und jedes Mal, wenn sie sich bewegte, um der Schlange auszuweichen, brachte sie die Bewegung in Reichweite der einer anderen, so dass sie sich wie ein Blitz fortbewegen musste. Sie konnte sich in alle Richtungen nur ein kurzes Stück weit bewegen. Die furchteinflößenden, vermummten Köpfe bedrohten sie jede Sekunde. Nur eine Tänzerin von Zamboula hätte auf diesem grausigen Platz überleben können. Sie selbst wurde zu einem verschwommenen Wirbel verwirrender Bewegungen. Die Kobraköpfe verfehlten sie um Haaresbreite, aber sie verfehlten sie, als sie ihre funkelnden Füße, flackernden Gliedmaßen und perfekten Augen gegen die blendende Geschwindigkeit der schuppigen Dämonen stellte, die ihr Feind aus dem Nichts beschworen hatte. Irgendwo erklang eine leise, wimmernde Musik, die sich mit dem Zischen der Schlangen vermischte, wie ein böser Nachtwind, der durch die leeren Schädelhöhlen wehte. Selbst in der Geschwindigkeit der Eile erkannte sie, dass das Herumhuschen der Schlangen nicht mehr zufällig war. Sie gehorchten dem grausigen Pfeifen der unheimlichen Musik. Sie schlugen in einem schrecklichen Rhythmus und zwangsläufig stimmte sich ihr schwankender, windender und drehender Körper auf den Rhythmus ein. Ihre hektischen Bewegungen verschmolzen mit den Takten der Musik zu einem Tanz, im Vergleich zu dem die obszönste Tantarella von Zamora vernünftig und zurückhaltend gewirkt hätte. Krank vor Scham und Schrecken hörte Zabibi die hasserfüllte Heiterkeit ihres gnadenlosen Peinigers. »Der Tanz der Kobras, meine Schöne!« lachte Totrasmek. »So tanzten vor Jahrhunderten Mädchen beim Opfer für Hanuman, aber nie mit einer solchen Schönheit und Geschmeidigkeit. Tanz, Mädchen, tanz! Wie lange kannst du den Reißzähnen der Vergifteten ausweichen? Minuten? Stunden? Am Ende wirst du müde. Deine schnellen, sicher auftretenden Füße werden stolpern, ihre Beine schwanken, ihre Hüften werden langsamer in ihren Rotationen. Dann werden die Reißzähne beginnen, sich tief in dein elfenbeinerisches Fleisch einzudringen.« Hinter ihm zitterte der Vorhang, als hätte ihn ein Windstoß getroffen, und Totrasmek schrie auf. Seine Augen weiteten sich und seine Hände griffen krampfhaft nach dem blanken Stück Stahl, das plötzlich aus seiner Brust ragte. Die Musik brach kurz ab. Das Mädchen schwankte, schwindelig von dem Tanz, und schrie in schrecklicher Erwartung der flackernden Reißzähne auf. Dann stiegen nur noch 4 harmlose blaue Rauchschwaden vom Boden um sie herum auf, als Totrasmek kopfüber vom Divan hing. Conan kam hinter dem Vorgang hervor und wischte seine breite Klinge ab. Als er durch die Vorhänge sah, hatte er gesehen, wie das Mädchen verzweifelt zwischen die 4 schwankenden Rauchspiralen tanzte. Aber er vermutete, dass die Rauchspiralen für das Mädchen ganz anders aussahen als für ihn. Er wusste, dass er Totrasmek getötet hatte. Zabibi sank keuchend zu Boden. Aber als Conan auf sie zukam, taumelte sie wieder hoch, obwohl ihre Beine vor Erschöpfung zitterten. »Die Fiole! Die Fiole!« Sie schnappte nach Luft. »Die Fiole!« Totrasmek hielt sie noch immer mit seiner steif werdenden Hand. Unbarmherzig riss sie ihm aus seinen verschränkten Fingern und begann dann hektisch seine Kleider zu durchwühlen. »Was zum Teufel suchst du?« fragte Conan fordernd. Einen Ring, er hat ihn Alafdal gestohlen. Er muss ihn genommen haben, als mein Geliebter im Wahnsinn durch die Straßen lief. Set, Teufel!« Sie hatte sich eingeredet, dass es nicht an Totrasmek lag. Sie fing an, in der Kammer Divandecken herumzuwerfen, Vorhänge zu zerreißen und Gefäße umzustoßen. Sie hielt inne und strich sich eine feuchte Haarsträhne aus den Augen. »Ich habe Baal-pteor vergessen!« »Er liegt mit einem gebrochenen Knick in der Hölle«, versicherte ihr Conan. Sie drückte ihre rachsüchtige Genugtuung über diese Nachricht aus, fluchte aber einen Augenblick später lautstark. »Hier können wir nicht bleiben. Es sind nicht mehr viele Stunden bis zum Morgengrauen. Niedrigere Priester werden den Tempel wahrscheinlich nachtstündlich besuchen. Und wenn wir denn mit seiner Leiche entdeckt werden, werden uns die Leute in Stücke reißen. Die Turanier könnten uns nicht retten.« Sie hob den Riegel an der Geheimtür auf, und wenige Augenblicke später waren sie in den Straßen und eilten von dem stillen Platz weg, wo der uralte Schrein von Hanuman brütete. In einer kurvenreichen Straße in der Nähe hielt Conan an und hielt seine Begleiterin mit einer zugreifenden Hand auf ihrer nackten Schulter fest. »Vergiss nicht, es gab einen Preis.« »Ich habe es nicht vergessen.« Sie wandte sich los. »Aber wir müssen zuerst nach Alafdal.« Ein paar Minuten später ließ der Sklave sie durch die Tür. Der junge Turanier lag auf dem Divan, seine Arme und Beine mit schweren Samtstricken gefesselt. Seine Augen waren weit offen, aber sie waren wie die eines tollwütigen Hundes, und Schaum stand auf seinen Lippen. Zabibi schauderte. »Zwing seine Kiefer auf«, befahl sie. Und Conans eiserne Finger erfüllten die Aufgabe. Zabibi leerte die Fiole in der Speiseröhre des Wahnsinnigen. Die Wirkung war magisch, sofort wurde er still, der Glanz aus seinen Augen verschwand. »Wenn er aufwacht, wird er ganz normal sein«, flüsterte sie und deutete auf den stummen Sklaven. Mit einer tiefen Verbeugung gab er ihr einen kleinen Lederbeutel in die Hände und legte ihr einen seidenen Umhang um die Schultern. Ihr Verhalten hatte sich verändert, als sie Conan bedeutete, ihr aus der Kammer zu folgen. In einem Bogen, der sich zur Straße hin öffnete, wandte sie sich ihm zu und richtete sich mit königlicher Würde auf. »Ich muss dir jetzt die Wahrheit sagen«, sagte sie. »Ich bin nicht Zabibi. Ich bin Nafertari. Und er ist nicht Alafdal, ein armer Hauptmann der Gardisten. Er ist Jungir Khan, Satrap von Zamboula.« Conan machte keinen Kommentar. Sein vernarbtes, dunkles Antlitz war unbeweglich. »Ich habe dich angelogen, weil ich es nicht gewagt habe, jemandem die Wahrheit preiszugeben«, sagte sie. »Wir waren allein, als Jungir Khan verrückt wurde. Niemand außer mir selbst wusste davon. Hätte man gewusst, dass der Satrap von Zamboula ein Wahnsinniger wäre, hätte es sofort Aufstände und Unruhe gegeben. Genau wie Totrasmek es geplant hätte, der auch unsere Vernichtung plante. Du siehst jetzt, wie unmöglich die Belohnung ist, auf die du gehofft hast. Und die Geliebte des Satrapen ist nicht, kann nicht für dich sein. Aber du sollst nicht unbelohnt bleiben. Hier ist ein Sack voll Gold. Sie gab ihm die Tasche, die sie vom Sklaven bekommen hatte. Geh jetzt. Wenn die Sonne aufgegangen ist, komm zum Palast. Ich werde Jungir Khan dich zum Hauptmann seiner Wache machen lassen. Aber du wirst deine Befehle heimlich von mir entgegennehmen. Deine erste Aufgabe wird sein, einen Trupp zum Schrein von Hanuman zu senden, angeblich, um nach Hinweisen auf den Mörder des Priesters zu suchen. In Wirklichkeit, um nach den Sternen von Kosala zu suchen. Er muss dort irgendwo versteckt sein. Wenn du ihn findest, bringst du ihn zu mir. Jetzt hast du meine Erlaubnis zu gehen." Er nickte, immer noch stumm, und ging davon. Das Mädchen, das das Schwingen seiner breiten Schultern beobachtete, war peinlich berührt, als sie feststellte, dass nichts in seiner Haltung darauf hindeutete, dass er in irgendeiner Weise verärgert oder beschämt war. Als er um eine Ecke gebogen war, blickte er zurück. Wenige Augenblicke später war er im Stadtviertel mit dem Pferdemarkt. Dort hämmerte er gegen eine Tür, bis sich aus dem oberen Fenster ein bärtiger Kopf zeigte, der einen Grund für die Störung verlangte. »Ein Pferd!« verlangte Conan. »Das Schnellste, das du hast!« »Um diese Nachtzeit öffne ich keine Tore!« brummte der Pferdehändler. Conan rasselte mit den Münzen. »Sohn eines Hundes, du Schurke! Siehst du nicht, dass ich alleine bin? Komm herunter, bevor ich dir deine Tür einschlage!« Kurz darauf ritt Conan auf einen braunen Hengst auf das Haus von Aram Bakisch zu. Er bog von der Straße in die Gasse ab, die zwischen dem Wirtshaus und dem Dattelpalmengarten lag, blieb aber nicht am Tor stehen. Er ritt weiter zur nordöstlichsten Ecke der Mauer, drehte dann um und ritt an der Nordmauer entlang, um wenige Schritte vor dem Nordwestwinkel anzuhalten. In der Nähe der Mauer wuchsen keine Bäume, aber es gab einige niedrige Büsche. An einem davon band er sein Pferd an. Gerade wollte er wieder in den Sattel steigen, als er hinter der Mauer leises Stimmengemurmel hörte. Er zog seinen Fuß aus dem Steigbügel, schlich zur Ecke und spähte um ihn herum. 3 Männer bewegten sich auf die Straße herunter, und an ihren krummen Gang erkannte er, dass es Dafar waren. Bei seinem leisen Ruf blieben sie stehen und drängten sich zusammen, während er mit seinem Schwert in der Hand auf sie zuging. Ihre Augen glänzten weiß im Sternenlicht. Ihre brutale Lust leuchtete in ihren Gesichtern, aber sie wussten, dass ihre 3 Knüppel gegen sein Schwert nicht bestehen konnte, ebenso wie er es wusste. »Wohin geht ihr?« forderte er sie heraus. »Zu unseren Brüdern, um ihnen zu befehlen, dass sie das Feuer in der Grube hinter dem Hain löschen sollen«, war die mürrische Antwort. »Aram Bakisch hat uns einen Mann versprochen, aber er hat gelogen. Wir haben einen unserer Brüder tot in der Fallenkammer gefunden. Wir müssen heute Nacht hungern.« »Ich glaube nicht«, lächelte Conan. »Aram Bakisch wird dir einen Mann geben. Siehst du die Tür?« Er deutete auf ein kleines, eisern beschlagenes Portal in der Mitte der Westmauer. »Warte dort! Aram Bakisch wird dir einen Mann geben!« Er wich vorsichtig zurück, bis er außer Reichweite eines plötzlichen Knüppelschlags war, drehte sich um und verschwand um die nordwestlichste Ecke der Mauer. Als er sein Pferd erreichte, blieb er stehen, um sich zu vergewissern, dass die Dafarer nicht hinter ihm herschlichen. Dann kletterte er in den Sattel, stellte sich aufrecht drauf und beruhigte das unruhige Ross mit einem leisen Wort. Er streckte die Hand aus, packte die Mauerkrone und zog sich hoch und herüber. Oben betrachtete er einen Augenblick lang das Gelände. Die Taverne war an der südwestlichsten Ecke des Geheges errichtet, dessen verbleibender Platz von Haien im Gärten eingenommen wurde. Auf dem Gelände sah er niemanden. Die Taverne war dunkel und still, und er wusste, dass alle Türen und Fenster verriegelt waren. Conan wusste, dass Aram Bakisch in einer Kammer schlief, die sich zu einem von Zypressen gesäumten Weg öffnete, der zu einer Tür in der Westwand führte. Wie ein Schatten glitt er zwischen den Bäumen hindurch und klopfte wenige Augenblicke später leicht an die Kammertür. »Was ist los?« fragte drinnen eine grollende Stimme. »Aram Bakisch«, zischte Conan. »Die Dafarer schleichen über die Mauer.« Fast augenblicklich öffnete sich die Tür und umrahmte den Schankwirt, nackt bis auf sein Hemd und ein Dolch in der Hand. Er streckte seinen Hals, um in das Gesicht des Cimmeriers zu starren. Was ist das für ein Märchen, du? Conans rachsüchtige Finger erstickten den Schrei mit den Fingern an seiner Kehle. Sie gingen zusammen zu Boden, und Conan riss den Dolch aus der Hand seines Feindes. Die Klinge glitzerte im Sternlicht und Blut spritzte. Conan zerrte ihn auf die Füße, und durch einen Hieb vom Dolch fiel der größte Teil seines lockigen Barts zu Boden. Conan hielt seinen Gefangenen noch immer an der Kehle fest. Denn selbst mit aufgeschlitzter Zunge kann ein Mann zusammenhangslos schreien. Conan zerrte ihn aus der dunklen Kammer und in den von den Zypressen beschatteten Weg hinunter zu der eisenbeschlagenen Tür in der Außenwand. Mit einer Hand hob er den Riegel und warf die Tür auf, wobei er die drei schattenhaften Gestalten enthüllte, die draußen wie Geier warteten. Conan drückte den Wirt in ihre eifrigen Arme. Ein schrecklicher, bluterstickter Schrei stieg aus der Kehle des Zambulaniers, aber es gab keine Antwort aus der stillen Taverne. Die Leute dort waren an Schreie außerhalb der Mauer gewöhnt. Aram Bakisch kämpfte wie ein wilder Mann. Seine weit aufgerissenen Augen richteten sich verzweifelt auf das Gesicht des Zymeriers. Dort fand er keine Gnade. Conan dachte an die vielen Schurken, die ihr blutiges Ende der Gier dieses Mannes zu verdanken hatten. Vor Freude schleiften ihn die Dafarer die Straße hinunter und verspotteten sein rasendes Gebrabbel. Wie konnten sie Aram Bakisch in dieser halbnackten, blutbefleckten Gestalt mit seinem grotesk geschorenen Bart und dem unverständlichen Geplapper erkennen? Die Geräusche des Kampfes kamen zu Conan zurück, der neben dem Tor stand, selbst nachdem die Gruppe von Gestalten zwischen den Palmen verschwunden war. Conan schloss die Tür hinter sich, kehrte zu seinem Pferd zurück, stieg auf und wandte sich nach Westen der offenen Wüste zu, schwenkte weit aus, um den unheimlichen Gürtel von Palmhainen zu umgehen. Während er ritt, zog er einen Ring aus seinem Gürtel, dem ein Juwel glänzte, das das Sternlicht in einen geschimmerten Regenbogen fing. Er hielt es hoch, um es zu bewundern, drehte es hin und her. Der kompakte Beutel mit Goldstücken klingte sanft in seinen Sattelbogen, wie ein Versprechen auf die kommenden größeren Reichtümer. Ich frage mich, was sie sagen würde, wenn sie wüsste, dass ich sie als Nafertari und ihn als Jungir Khan erkannte, sobald ich sie sah, grübelte er. Ich wusste auch von den Sternen von Kosala. Es wird eine schöne Szene geben, wenn sie erraten, dass ich es war, der ihm vom Finger abzog, als ich ihn mit dem Schwertgürtel gefesselt habe. Er warf einen Blick zurück auf die schattigen Palmhainen, zwischen denen ein roter Glanz aufstieg. Ein Gesang erhob sich in der Nacht, vibrieren vom wildem Jubel, und ein anderes Geräusch mischte sich darunter. Der Wahnsinn zusammenhanglosen Geschrei, ein rasendes Gebrabbel, bei dem keine Worte zu unterscheiden waren. Dem Geräusch folgte Conan, als er unter dem blauen, bleichen Stern nach Westen ritt.